Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Es ist wieder ein bisschen was passiert. Ich habe mir Info um Werner geholt und habe ihm auch direkt den Chemistry-Style-Sniper gegeben, was halt sein Schuss, sein Positionsspiel und sein Abschluss und sein Volley und so weiter verbessert. Leider nicht seine Schusskraft und sein Distanzschuss. Das ist ein bisschen schade, aber die liegen eh bei knapp 80. Und er bekommt halt massiven Dribble-Boost, was halt der Grund war, warum ich ihm Sniper gebe. Pace braucht er bei mir nicht mehr, logischerweise. Der ist so schon schneller, als was ich wahrscheinlich verwenden werde. Und ich hoffe halt, dass er so ein sehr, sehr wendiger Spieler wird und sich da irgendwie so durchwurstelt im Sturm. Deswegen mal schauen. Er war teurer als gedacht. 60.000 letztes, also als ich gestern Nacht geguckt hatte und alle ihre Weekend-League-Packs aufgemacht haben, hat halt 48.000 gekostet. Und ich dachte, ja, das sinkt noch. Das ist ein 81er, da wird ein Mehr mal gezogen. Nein, er lag dann bei 58.000 Sofortkauf, als ich wieder heute Nachmittag geguckt habe. Dann ist er langsam gestiegen auf 60.000, dann ist er gestiegen bis auf 65.000. Ich dachte, what the fuck, was ist denn hier los? Warum steigt denn der immer mehr? Und während er auf 65.000 stand, hat dann irgendjemand für 60.000 ihn reingestellt. Da habe ich gedacht, scheiß drauf, jetzt kaufen sie für 60.000. Und mittlerweile liegt er bei 70.000. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber alle wollen anscheinend so einen pacigen Stürmer haben und gibt ja eigentlich auch keine Alternative, außer jetzt Aubameyang, und er ist zu teuer. Deswegen, naja, mit dem macht man auf jeden Fall gut Gewinn, sobald er aus den Packs raus ist. Deswegen nicht schlimm. Selbst wenn er nicht funktionieren sollte bei mir im Sturm, dann werde ich einfach in Form Müller spielen und den halt mit Forsberg wechseln. Jetzt habe ich halt wieder Embolo als RM und dem halt auch Catalyst gegeben, damit er wieder schnell und passstark wird. Und was ich mir noch gekauft habe, aber halt in allererster Linie zum als Geldanlage, Inform Marquinhos. Den kann ich ja leider nicht in meinem regulären Ligue A und Frankreich Team nehmen, weil er ja kein Franzose ist. Aber wir haben ja immer mal wieder irgendwelche Voraussetzungen, dass wir eben Rovier einwechseln und dann halt nur ein reines Liga-Team haben, wo halt die gleiche Liga spielt oder sowas. Da kann ich ihn spielen und ansonsten wird er halt definitiv im Preis steigen. Ich habe ihn gerade für gerade mal 37.000 bekommen. Das ist ein Brasilianer und ein Ligue-A-Spieler und ein Paris-Saint-Germain-Spieler. Also das sind alles drei Dinge, die gefragt sind. Der wird auf jeden Fall über 37 steigen und ich würde mich nicht wundern, wenn man den irgendwann für 80 oder 100.000 verkaufen kann. Ich möchte nur an Inform Nkulu erinnern. Inform Nkulu ist auch ein 84er Innenverteidiger. Den habe ich gekauft für 42.000 und habe ihn verkauft für, was war's? 170.000. Also, nur mal so als Beispiel. So, das heißt, der ist jetzt vor allem Geldanlage, logischerweise. Muss mal kurz gucken, ob der Rest passt. Der Rest passt. Wir können jetzt leider nicht direkt mit der Bundesliga spielen, die wir sehen. Da ist die Fitness nicht da, ich bin jetzt Liga A und ich hoffe, wir bekommen wieder so einfache Gegner oder ich bin wieder so konzentriert und gut wie beim letzten Durchgang. Den brauchen wir jetzt logischerweise nicht mehr, den tauschen wir aus gegen seine Inform und in der Kombination können wir ihn halt jetzt spielen. Jetzt haben wir halt eine Bomben-Innenverteidigung und Marquinhos wird sich so geil spielen. Schon der normale Marquinhos mit Anker hat sich geil gespielt. Apropos Anker, also bei so einem geilen, teuren Spieler möchte ich natürlich schon den Champions-League-Style geben. Und bei ihm wäre mir auch wieder Anker am liebsten. Das würde einfach den besten Boost geben. Sentinel ist verschwendet, Shadow ist verschwendet, aber Anker ist optimal. Das heißt, wir müssen nochmal Anker kaufen. Ich würde den halt auch so gerne, ich würde so gerne Inform Marquinhos regulär spielen. Aber wenn ich mich halt entscheiden muss zwischen Inform Marquinhos und dafür dann Rouvier im Tor oder Loris im Tor und Varane, dann nehme ich glaube ich lieber Varane und Loris, weil erstens Varane ist trotzdem sehr, sehr gut, also der ist mir noch kein einziges Mal negativ aufgefallen und zweitens Loris hatte mittlerweile echt schon richtig, richtig krasse Dinger dabei, die er gehalten hat, wo ich mir nicht sicher bin, ob die auch Rouvier so gehalten hätte, wobei man auch zugeben muss, dass auch Rouvier schon richtig, richtig geile Dinger dabei hatte und der einzige, der bisher Fehler gemacht hat, war Fährmann, zwei Stück schon. Also zwei, die mir wirklich krass als Fehler aufgefallen sind, sage ich mal. Wobei der eine von den zwei Fehlern war halt einfach programmiert. Also dafür kann er, denke ich, nicht. Den kann auch jeder andere so spielen. Aber naja, und Loris hatte halt teilweise schon so krasse Reflexe. Ich meine, 90 Reflexe, klar. Boah, wo ist denn der Style jetzt so teuer geworden? Ich dachte, den hätten wir mal für unsere 4.000 bekommen. Ah, wir kommen ihn immer noch. Oh, 3-4, 3-4, 3-4. Schnapper, 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 Schnapper. Das ist schon eher, was ich möchte. 3-4 gefällt. Und 3-9. Na, danke, nein. Jetzt haben wir echt nicht mehr viele Coins, aber wir haben eigentlich unsere Einkäufe getätigt für die Weekend League.
Also klar könnte ich jetzt noch irgendwie 1 Million, also meine ganzen Infos verkaufen und mir zum Beispiel nach Alaba holen oder so, aber was ich bisher gelesen habe, soll Alaba eh nicht so krass sein. Und ich würde dann wahrscheinlich nächste Woche, also nach der nächsten Weekend League, da würde ich wahrscheinlich Alaba anstreben. Natürlich hängt es auch immer ein bisschen damit zusammen, was sind jetzt für Informs in dem Team der Woche im nächsten. Wenn da wieder interessante dabei sind, kann es auch sein, dass ich Alaba erstmal weglasse und mir dann dafür die anderen geilen Informs hole. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Aber so, wen spielen wir jetzt auf welcher Seite? Drei auf dem Schwachen. Drei auf dem Schwachen, aber Linksfuß, oder müssen wir auf jeden Fall wechseln. So. Und ja, also wenn dann irgendwie wieder interessante Informs dabei sind, dann hole ich mir lieber eine Inform statt Alaba. Aber sollte halt, wie gesagt, kein interessanter Inform da sein oder wir halt einfach genügend Kohle haben, dann würde ich wahrscheinlich Alaba holen. Das wäre die nächste Verbesserung in mein Bundesliga-Team. Oh, das ist so böse schon wieder. Guckt euch das an hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Inform und ein Movember. Also das ist schon. Ich denke, da wird der ein oder andere Spieler es ein wenig mit der Angst bekommen, wenn er so ein Team hat. Vor allem, wenn er dann halt ein normales Team hat. Ohne krasse Informs oder so. Schauen wir mal. Ja, er hat ein eher normales Team. Und was ist wieder los? Natürlich wieder Musa im Sturm bei der Premier League. Generell schneller Sturm. Alle drei haben Hawk. Diesmal habe ich echt darauf geachtet, was für ein Champions-League-Style sie haben. Und ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger. Und der Torhüter hat nur Basic Champions League Style, okay. Aber alle hatten Hawk, das heißt Geschwindigkeit, Schuss und Füße sind verbessert. Und er hatte halt drei schnelle. Shaqiri, war das eine Martial? Ich weiß gerade gar nicht. Oder was? Na, ist egal. Auf jeden Fall war das Musa und Shaqiri, der andere war auch schnell. Ich weiß nicht, ob es Martial war, ist aber auch nicht so wichtig. So, konzentrieren. Hochfokussiert spielen, logischerweise. Und Bernardo. Mal schauen, der hat sich im Dribbling bisher ganz gut angefühlt. Was man halt merkt, ihm fehlt so. Oh, das war halt ein schlechter Laufweg von Verratti. Ihm fehlt so ein ganz klein wenig die Pace im Vergleich zu anderen. Aber, oh, das war ein schlechter Pass von. Schon wieder? Ne, von Gon Alonso. Oh, Gon Alonso macht eigentlich gar keine Fehler. Aber er ist halt einfach in der Defensive so ein Monster. Das ist der Wahnsinn. Oh, hier setzt sich Aurier mal alleine mit. Was? Er war schon mal aus. Ich wollte gerade sagen, er setzt sich Aurier alleine mit seiner Körperkraft durch, aber hat er nicht gereicht. Aber es ist kein guter Anfang, ne? Also wir haben jetzt hier. Das war ein richtig, richtig schlechter Abschluss. Sorry, aber den muss er halt machen. Ja, ist ein richtig schlechter Anfang. Wir haben bisher ganz viele Bälle im Aufbauspiel. Konzentrier dich mal, nicht so viel dumm rumlabern. Sehr schön von Verratti. Wir bleiben leider nicht im Ballbesitz. Da ist Kurzawa. Und wieder ein sinnloser Ballverlust. Was ist denn gerade los? Vorteil wurde auch sehr lange gegeben, sehr geil. So, ich glaube, ich mache gerade einen zu schnellen Spielaufbau. Einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen, dass der Gegner so ein bisschen hinterherlaufen muss. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Und schon sind wir mal durch mit Hinter. Der sieht ja schon viel besser aus. Aber leider verliert er halt die Ballkontrolle und verliert halt Haufen Tempo. Ball einfach nicht gut mitgenommen. Hat er leider gut gespielt, hat er leider gut gespielt. Was soll ich machen? Also ich war zwar immer dran, aber ich bin nicht an den Ball gekommen. Kein guter Anfang. So, einfach jetzt ein bisschen, ne? Konzentrieren. Also ich sehe natürlich noch massive Chancen, das Spiel zu drehen, etc. Auch wenn es jetzt nicht so perfekt losging. Ich verstehe gerade den Pass nicht. Also, warum ist das, warum macht das so einen krassen Fehler?
Weil ganz schlecht vorgelegt von Lacazette. Ich wollte ihn auch nicht so vorlegen. Ich weiß nicht, warum er das macht. Gegner verteidigt auf jeden Fall gut, das kann man jetzt schon mal sagen. Macht die Räume gut zu. Man kann ihn nur sehr schwer überlaufen. Jetzt klappt es mal. Ah, macht einen schönen Fehler. Hat er natürlich Glück, dass Butlan, wer sonst, dass Butlan noch seinen dicken Fuß dazwischen bekommt. Ist auf jeden Fall ein viel, viel schwieriger Gegner als alle drei im ersten Durchgang, der mir geklaut wird. Das kann ich schon mal sagen. Und das in der ersten Runde, ey, meine Herren. Aber egal, wir haben noch genügend Zeit. Sehr schön. Geile Grätsche. Oh, nicht straff genug. Der muss höher, der Schuss. Aber es war endlich mal ein guter Angriff. Der war nicht hoch genug. War eigentlich nicht schlecht gemacht mit Gonalons, aber zu unpräzise. Aber immerhin, wir kommen jetzt zu Chancen, also wir spielen jetzt besser auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Könnte es sein, dass ich trotzdem dann auf 4-3-2-1 wechsle in der zweiten Halbzeit? Da muss ich mir noch überlegen. Das macht er leider gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er das schafft, weil ich habe auf Ball Protecting gedrückt. Ja, es ist Martial. Zum Glück schlechter Abschluss. Aber ich verstehe auch nicht, warum er da wieder an den Ball kommt, obwohl ich viel besser stehe als er. Wir werden da wahrscheinlich auf 4-3-2-1 wechseln. Das gefällt mir gerade nicht so, wie das hier läuft. Auch wenn wir zwei einständige Abschlusschancen hatten. Ja, da hätte ich doch auch mal einfach den Ball mitnehmen können. Geht auf jeden Fall sehr über die Pace, also das, was ich mir schon gedacht habe, dass er ein sehr pacesiger Sturm ist, er versucht viel mit Laufpässen zu spielen. Aber er hatte die besseren Chancen, er führt momentan leider verdient. Ich schalte mal um auf 4-3-2-1. Player, Hintep. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wer von beiden, aber ich glaube, Player hat generell den besseren Abschluss, also machen wir es mal so. Silva oder Gonal, nee, Quatsch, Silva passt, Verratti, Gonalons. Radi ist auch Linksfuß, oder? Linksfuß ist Rechtsfuß, ja, genau. Und Silva ist Linksfuß, deswegen passt das so. Boah, was hat er denn jetzt vor? Blair soll schön außen lang laufen. Was macht er? Er läuft innen lang und der läuft auch nicht durch, aber wir haben Glück, er macht einen Fehler.
zu viel rumgeeiert. Hier echt konzentrieren, ich will nicht verlieren, das fühlt sich nicht gut an. Nicht auf ihn! Boah. Also, es läuft ja gerade noch beschissener, habe ich das Gefühl, als in der anderen Formation. Direkt auf Lacazette. Ich wollte direkt einen geilen Laufpass auf Lacazette spielen. Er macht's halt nicht. Ich glaube, ich mache noch einen Angriff, dann stelle ich wieder um, weil es funktioniert einfach nicht. Schlechte Annahme. Im Lauf nimmt man den Ball mit. Also, war natürlich halb gelackt, zugegebenermaßen, weil. Okay, diesmal ist es zumindest kein Abbruch wegen mir, aber es ist jetzt trotzdem nur ein Unentschieden, das heißt, es geht wieder von vorne los. Was ist denn das? Hä? Aber sorry, das war genau nachdem ich mein Tor geschossen habe. Das kommt mir schon irgendwie so vor, wenn es der Gegner gemacht hätte, oder? Das ist mal überaus merkwürdig. Also, ich bin ganz froh, dass ich jetzt ehrlich gesagt einen neuen Gegner bekomme, weil der Gegner war echt schwer. Er hat nicht schlecht gespielt und er hat vor allem halt auch sehr, sehr gut verteidigt. Deswegen stört mich nicht so sehr, aber ich finde es gerade sehr merkwürdig. Ich meine, wenn es vorher abgebrochen wäre, wäre es auch keine Niederlage gewesen. Egal, ob ich halt hinten liege oder ob unentschieden ist, das Spiel wird einfach nicht gewertet. Bei einer Niederlage, beziehungsweise bei einem Rückstand oder bei einem Unentschieden wird das Spiel nicht gewertet. Und wenn man vorn liegt, dann ist es halt ein Sieg für einen. Ich spiele auch direkt noch, mache direkt noch ein Spiel. Deswegen ist es jetzt eigentlich fast egal, wann es gekommen ist. Es ist halt nur schade, dass meine Zeit damit verschwendet wurde, weil, naja. Wer hat das so gemacht? Ich glaube, Player, und es könnte sogar sein, dass Bernard, also dieser Silva, das erste Mal seine Vorlage gespielt hat. Da müssen wir dann mal gucken. Wieder ein schnelles Team, wieder Premier League, aber neuer Gegner. Schauen wir mal. Finisher hat er sogar auf Vardy, also keine Pacer und Basic auf Sané. Ich drehe mal kurz meine Heizung ab, Moment. Oh, der Gegner ist dran. Beeilung, Beeilung. Zum Glück lässt er sich auch Zeit. So, Action. Ich hoffe mal, dass ich jetzt erstens besser spiele. Also ich glaube, ich bin dann auch besser ins Spiel gekommen, auch wenn das Tor im Endeffekt ein Lackertor war. Ganz am Anfang habe ich wirklich schlecht gespielt. Manchmal braucht man einfach so ein paar Minuten Einspielzeit. Aber wie gesagt, der Gegner war auch wirklich nicht schlecht. Er war der beste Gegner von den letzten Spielen. Selbst besser als der Halbfinalist. Das war sehr riskant. Das muss nicht sein. Oh, nicht auf ihn, er sollte einfach zurückspielen. Mist. Naja, nicht so schlimm. Er macht's. Ich wusste es irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's gewusst.
Oh, und dann so eine. Oh, und dann behindern die sich gegenseitig. Oh, und dann ist der Schuss immer noch drin. Ich habe den Schuss eine Stunde eher eingegeben. Machen wir es halt so, Lacazette. Absolut super krass trockener Abschluss. Oh mein Gott. Ich habe halt, als ich abgeschlossen habe, habe ich noch so gedacht, oh, der ist, glaube ich, nicht platziert genug ins linke Eck. Und ich dachte noch so, oh, der ist wahrscheinlich nicht hoch genug geschossen, aber der ist einfach zu straff anscheinend. Ich schieße mein Pullover aus, weil. Aber das hat er sich auch verdient, der Gegner. Sorry, aber wer so einen merkwürdigen Abschlag macht und dann das Glück hat, dass sich meine Spieler gegenseitig behindern, das ist auch wieder so ein Kandidat, der abbricht irgendwann, glaube ich. Wenn ich hier schnell zwei, drei Tore mache, beendet er halt. Das hätte Verratti, denke ich, auch besser machen können. What? Alter, ich dachte schon. Lassen die ihn einfach komplett alleine durchlaufen? Das war wieder so eine Situation, da stehen meine Spieler drumherum. Ich kann die logischerweise nicht alle steuern und niemand macht was. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie den durchlaufen lassen, mal davon abgesehen. Ich dachte jetzt, irgendeiner von den dreien wird definitiv irgendwas machen. Aber egal, wir führen 1-0, alles ist gut. Der Gegner scheint mir deutlich schlechter zu sein als der. Vorhergehende ist sehr schöner Pass. Ah, schade, ein bisschen zu weit. Dribbling war nicht schlecht, aber dann einfach ein Tick zu weit zum Gegner hin. Sehr gut von Bernardo. Schicken wir auch direkt mal in den Lauf. Oh, da hätten wir noch einen Tick warten müssen, bevor wir den Pass spielen. Hätte sich noch ein bisschen absetzen müssen. Sehr gut von Conor Lawrence. Das hätte ich nicht gedacht, dass er da noch rankommt. Oh, schlecht gedribbelt. Hat man eigentlich schon den Ball, sogar zweimal. Oh, das ist schon wieder so eine Situation, wo wir ganz schönes Pech haben, finde ich. Aber bei der letzten Situation war es so, dass wir dann trotzdem noch das 1-0 gemacht haben. Vielleicht kommen wir jetzt gleich das 2-0. War meiner Meinung nach kein Foul, aber okay. Trotzdem guter Stopp von Gon Alonso. Ich hoffe mal, er kann keine Freistöße, aber wie gesagt, bisher könnte es einer. Und auch der kann ihn nicht. Oder zumindest nicht gut genug. Es ist so auffällig, wie schlecht die Freistöße von allen sind, was automatisch bedeutet, dass Freistöße einfach viel zu schwer geworden sind in FIFA 17. Automatisch. Das heißt dann wahrscheinlich auch wieder. Schlecht gedribbelt von mir. Das heißt dann wahrscheinlich auch wieder, dass Freistöße in FIFA 18 wahrscheinlich wieder viel zu einfach sein werden, weil ich bin bestimmt nicht der Einzige, dem auffällt, wie verdammt schwer und sinnlos Freistöße geworden sind. Und das kann ja nicht sein, dass man selbst mit dem Çalhanoğlu, der 99 auf Schusskraft und 99 auf Freistoßpräzision und von mir aus auch 99 auf Effet hat, dass der nie die Dinger reinmacht oder dass es mit dem auch ultra schwer ist. Dann ist das aber auch ein Foul. Bernardo hat sich vielleicht verletzt. Ist natürlich die Frage, wer hat jetzt den besten Distanzschuss? Aber auch gar nicht, wird wieder Lacazette sein, ja. Nee, Hintep. Oh, ich glaube, wenn der ein bisschen weiter nach rechts geht, ist er halt drin, ne? Schade. Und vor allem mit links. Ich glaube, Hintep hat eher einen rechten als einen linken Fuß. Oh, knapp. Schade. Gegner scheint sich gerne die Wiederholungen anzuschauen. Ich weiß nicht warum. Wieder eher riskant. So richtig unter Kontrolle hat er seine Spieler nicht, habe ich das Gefühl. Was macht er denn da? Na aber, langsam muss doch mal. Alter, aber ich. Es war ein dummer Pass von mir. Was mache ich denn gerade? Schon im ersten Spiel. Merkwürdige Ideen gehabt jetzt hier in dem Spiel wieder. Ich versuche gerade zu schwierige Pässe teilweise zu spielen.
Okay. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass er Lacazette. Das war, glaube ich, abseits. Ja. Das ist der Lacazette, der Movember Lacazette sich besser dribbeln lässt. Ich weiß nicht warum. Ach, Mist, 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 Mist. Das war nicht so geil von Palois, finde ich. Man hat sich komisch hingestellt. Naja, dann macht er halt ein Lackertor. Was soll's? Es steht 1-1. Wir machen schon noch eins, keine Angst. Dann auch noch aus der Position, also nicht mal kurzes Eck, kurzer Pfosten, sondern langer Pfosten, das ist ungewöhnlich. Weil Rouvier eigentlich normalerweise da rauskommen müsste, der war ja recht nah am Tor. Ah, da hat er. Es war kein Foul, aber okay. Da hat der Gegner natürlich Glück, dass es hier nicht 2-1 steht. Man macht gerne kurz, wie es aussieht. Lass mal ihm mal den Ball, damit es hier keinen Foul gibt. Also keinen Freistoß. Oder Einwurf, das ist gut. Oh, das ist gelb. Sorry, ja, das ist gelb. Da wäre Lacazette jetzt schön durch gewesen. Sehr gut. Schlecht getribbelt. Warum nehme ich da wieder den schweren Weg? Also ich bin der bessere Spieler, aber ich bin nicht zufrieden mit meiner Spielleistung. Also ich spiele nicht optimal. Da ist mehr drin. Ich weiß nicht warum. Ich mache gerade teilweise dumme Pässe. Ich habe teilweise dumme Ideen. Ich weiß nicht. Nehme ich den Gegner nicht ganz ernst? Was ist denn los? Kann es gerade nicht so ganz erklären, aber ich merke, dass da eigentlich mehr drin ist und ich nicht gut genug spiele. Und wieder renne ich in die Grätsche rein. Das geht mir so auf den Sack. Nicht aufregen, aber trotzdem ist es nervig. Jedes Mal grätschen die einfach dumm. Ich habe quasi die Grätsche gedodged und renne dann rein. Das gegen den Gegner will ich auf gar keinen Fall verlieren. Keine Ahnung. Vielleicht versuche ich es momentan einfach teilweise zu schnell, der Spielaufbau, das könnte sein, dass das vielleicht gerade der Fehler ist. Wieder so ein Problem, wo ich mich nicht erst drehe, sondern direkt den Abschluss suche. Hätte ich vielleicht auch nochmal passen können mit Lacazette. Aber die fallen mir halt immer relativ schwer, die Situation. Hat er Glück, dass noch jemand den Schuss verlangsamt. Ich glaube, das wäre drinnen gewesen. Jetzt machen wir auch mal ein Tor nach einer Ecke. Oder auch nicht.
Geile Annahme. Und wir drehen uns wieder in den Gegner rein und dann hat er auch noch Glück. Nice. Okay. Konzentrieren, einfach ein bisschen mehr konzentrieren. Den bringen wir jetzt hier auf Gonalons, würde ich sagen. Oder auch jemand komplett anders. Marquinhos sichert ab, okay. Elfmeter, was für ein Trottel, warum kriegst du denn da rein? So ein Dummy, ey, aber sorry, also, das muss einfach bestraft werden. Oh, ist das geil! So eine sinnlose Grätsche. Und hier mit beiden Füßen rein. Das ist rot. Das ist rot. Offene Sohle mit beiden Füßen offen. Oh. So blöd, ey. Aber sorry, Alter. Hoffentlich mache ich den jetzt rein. Aber ich habe ja gesagt, gegen den Spieler will ich nicht verlieren. Er hat so einen ganz merkwürdigen Spielstil. Na also. War nicht ganz unhaltbar, aber ich glaube. Was? Ich wollte eigentlich einen Liegestütz machen. Warum hat er den nicht gemacht? Vielleicht habe ich den Stick falsch geflickt. Das kann sein. Dass er dann die Rolle macht, ist auch egal. Mir wäre es der Liegestütz lieber gewesen. Fast unhaltbar, würde ich sagen. Also ich glaube, der ist schwer zu halten. Auch da muss man wirklich sehr, sehr zeitig in der richtigen Ecke sein, weil er relativ weit oben ist und relativ weit rechts. Aber sehr gut. Ist auch verdient, die 2-1-Führung. Ich bin noch nicht zufrieden mit meinem Spiel, aber ich bin trotzdem noch besser als der Gegner. Und Lucky macht damit sein zweites Tor. Gucken, ob er irgendwas umstellt. Ich werde nichts wechseln, bin eigentlich ganz zufrieden. Haben wir noch genügend Ausdauer. In meinem selbstgewichsten Sportgetränk, was aus. Na komm. Aus einem Schluck grünen Tee. Zitronen, frischer Zitronen. Frischem Zitronensaft und. Und mit Wasser aufgefüllt besteht. Das sind aber auch Kerne drin von der frisch gepressten Zitrone und das schmeckt irgendwie dann, oder ist ein sehr unangenehm, merkwürdiges Gefühl, wenn man dann plötzlich so einen Zitronenkern im Mund hat. Fühlt sich leicht schleimig an. Oh, er wechselt den Leihspieler die Baller an und dann ist er scheinbar ein großer Held. Wenn er ihn jetzt hier einwechselt und hofft, dass er irgendwas macht, aber wenn es nicht mit dem Teufel zugeht und wir jetzt weiter konstruktiv versuchen zu spielen, dann sollten wir hier auch gewinnen, vielleicht schaffen wir noch ein drittes Tor. Aber wie gesagt, eigentlich müsste der Gegner jetzt einen Spieler weniger haben, rot haben, weil das war halt rot. Oh. Ganz schwacher Pass. Ich bekomme gerade nicht den Spieler, den ich will. Bin ich froh, dass er nicht reingeht. Ich habe dreimal gewechselt. Ich habe nicht den Spieler bekommen, den ich wollte. Was wäre es gewesen, jetzt direkt nochmal ein Kopfballtor nach einer Ecke? Ich meine, er hat ja auch kein Tor rausgespielt, ne? Ich zwar eigentlich auch nicht so richtig, aber für den Elfmeter kann ja nur er was. Da war ja einfach eine total dumme Grätsche. Oh, das hat er gut gemacht. Sehr schön. Schon wieder eine geile Grätsche vom Gegner. Sehr geil von Lacazette. Das war vielleicht aufgrund seiner Movember-Stats, schwer zu sagen. Das war ganz, ganz komisches Dribbling von Hintep. Ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat.
Auch hier hat noch gut Pace, gefällt mir. Also gut Power meine ich. Gut Ausdauer. Foul wieder mal. Och, und dann klappt die Grätsche auch noch. Die war gut, schade. Sehr gute Reaktion von Gonalons. Jetzt hat er gar keinen Bock mehr, wie es aussieht. Oh, scheiße. War gut gedribbelt von Hintep, aber da hat irgendwie die letzte Power gefehlt. Das hat er auch gut gemacht, die Ballrolle. Jetzt müsste mal irgendjemand. Ach, 89. haben wir schon, warum sagt mir das niemand? Das ist mir irgendwie in den letzten Spielen häufiger mal passiert, dass ich so im Fokus war. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil es bedeutet, ich bin so im Fokus, dass ich komplett die Zeit vergesse und nicht drauf achte oder es nicht merke. Ist zwar eigentlich schlecht, ne? Weil man sollte ja schon die Zeit im Auge haben, aber es ist halt irgendwie auch positiv. Also es ist positiv-negativ quasi. Negativ, weil man natürlich immer die Zeit im Auge haben sollte. Aber positiv, weil es bedeutet, man ist wirklich sehr im Fokus drin. Konzentriert sich. Und nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter. Das war's jetzt. Also der kriegt keinen Angriff mehr hin. Und! Oh, noch ein Alu-Treffer. Jetzt ist es aber. Was war los? Abseits? Aber es ist auf jeden Fall verdient, diese 2-1-Führung. Ich denke auch so. Das war's natürlich. Ja, verdienter Sieg. Ich bin trotzdem nicht zufrieden mit meinem Spiel. Und jetzt will ich ja eigentlich noch Inform Werner testen. Das heißt, ich werde dann erstmal mir jetzt einen schönen heißen Tee machen und ein bisschen frische Luft reinlassen. Vielleicht weckt das meine Geister. Mal gucken. Vorlagen. Einmal Player, zwei Tore Lacazette. Sehr schön. Wie hat man eigentlich dieser neue Movember Lacazette gemacht? Ich meine, der ist eh nicht im Test. Der bleibt auf jeden Fall. Er spielt sich auch auf jeden Fall geiler als der normale, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, er würde sich besser trippeln. Ich weiß gar nicht warum, das ergibt keinen Sinn. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er würde sich besser trippeln. Und heute war jetzt das erste Mal eine Situation, wo er sich körperlich ohne Ausdauer durchgesetzt hat. Und ich denke, das hätte vielleicht ohne die Movember-Stats anders laufen können. Silva hat sich verletzt. What? Was sind das denn für Stats? Neun Spiele, neun Scorerpunkte und das Geile ist, wir müssen ja bestimmt wieder, also ein Spiel müssen wir auf jeden Fall abziehen, aber wahrscheinlich sogar wieder eher zwei oder drei. Also ich würde jetzt mal zwei Spiele abziehen und in sieben Spielen neun Scorerpunkte ist natürlich richtig krass. Aber das war auch wieder ein geiles Tor, also nicht das Elfmeter-Tor, das erste Tor, war halt auch wieder ein geiles Tor. Ich habe echt gedacht, oh Gott, den hast du gerade richtig scheiße geschossen und dann macht ihn halt einfach rein. Wie geil ist das denn? Knie, zwei Spiele. Das macht nichts, weil wir jetzt eh zwei Spiele mit der Bundesliga spielen. Ja, und hat immer noch 90 Fitness. Daran sieht man halt auch, dass er eine bessere Ausdauer hat, der Movember. Das ist ja geil. Okay. Ah, wir haben vergessen, Embolo reinzupacken. Und das ist auch so ein Kandidat, der gerne mal keine Ausdauer mehr hat. Moment, die sind doch zwei falsch. Ach so, ja. Einmal Embolo. Und dann natürlich noch Werner. In diesem Sinne würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.